Und das hänge ich jetzt einfach an diesen zwei Bauteilen dran. Und dann werden ja die auch hier erscheinen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Stahlmassen, die ihr hier auswerten möchtet. Stahlschätzung können wir jetzt hier in Quadrat oder Kubik mit ausgeben. Wir können hier irgendwelche Sachen verändern. Sagen wir mal 400, 400 bei einem. Jetzt kommt die Abfrage, welche Attribute ich denn übernehmen möchte. Servus, hi! Heute gibt es wieder ein sehr spannendes Video aus meiner Meinung. Wir haben hier ein kleines Modell vorbereitet und das werden wir jetzt als Übersicht für den Positionsplan und als Übersicht für die Schal- und Bewährungsplanung beschriften. Genau, was haben wir hier? Wir haben einmal Mauerwerk, ein bisschen Beton, Innenwände, Außenwände, eckige Stützen und eine runde Stütze. Hier haben wir das Ganze als Ableitung Deckenuntersicht erstellt. Und haben hier die statischen Positionen an den einzelnen Bauteilen mal beschriftet. Und hier ist der Übersichtsplan dann später für Schall- und Bewährungsplanung. Der Unterschied ist natürlich klar, statische Positionen können öfters auftauchen. Zum Beispiel bei mir ist jede Außenwand die WA01, C25, 30, XC1, WO. Und im Übersichtsplan bekommt jede Außenwand eine eigene ID. Ich möchte euch zeigen, wie ihr dann automatisch so einen Positionsplan herausbekommt, hier wie hier, dass die Stützen die automatischen Abmessungen haben, Länge, Breite oder einen Durchmesser und wie die Wände zum Beispiel die einzelnen Breiten bekommen. Über eine Legende. Genau, hier sind noch die Stückzahlen vermerkt und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe aus meinem Assistenten und nehme mal eine Holzstütze, die bauen wir jetzt einfach mal hier irgendwo ein, ohne feste Bemaßungsregeln. Dann nehmen wir vielleicht noch hier so eine schnieke Kalksandsteinwand. Führe ich jetzt einfach mal hier ein. Dann können wir das Ganze natürlich auch beschriften und wird auch hier dann erscheinen. Vorausgesetzt, wir fügen unsere Attribute hinzu, die ich erstellt habe. In dem Fall sind es meine statischen Attribute. WU und Explosionsklassen brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Und noch zusätzlich... Ja, nehmen wir mal das alles hier und das hänge ich jetzt einfach an diesen zwei Bauteilen dran und dann werden ja die auch hier erscheinen. Ja, statische Position, XXZZ macht natürlich keinen Sinn, die sind jetzt beide Stückzahl 2, weil die alles identisch haben. Deswegen werden wir das Ganze jetzt einfach mal abändern. Ich gehe dazu in meine Bibliothek, in den Attribute ändern, Python Part, das kostenfrei auf meiner Homepage www.subgrad.de, also www.subgrade, erhältlich ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel, ja, statische Position, das ist schon was anderes, sagen wir mal, die Kalksandsteinwand, die bekommt die WA03. Und schon wird eine neue Zeile erzeugt. Allerdings möchte ich auch hier, dass das Mauerwerk auch nicht die WA01 ist, sondern die WA04 vielleicht. Und so kann ich das ganz schnell abändern. Ihr seht es selber. Die Stütze nehmen wir als ST04. Und auch die wird jetzt hier automatisch angelegt. Wir wollen natürlich bei der Stütze... Moment. Länge. Und die Breite auswerten. Fangen wir mal an. Und schon wird die Länge und Breite ausgewertet von der Stütze. Coole Sache, oder? Und die Breite wollen wir auch bei der Wand hier auswerten und schon erscheint das Ganze. Jetzt könnten wir das Ganze hier bearbeiten. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Stahlmassen, die ihr hier auswerten möchtet. Dann könnt ihr das natürlich auch exportieren, so dass euer Statiker das Ganze für euch ausfüllen müsste. Jetzt mache ich nur hier noch die Zuordnung für die statische Position. Und hier noch die Zuordnung für das Holzbauteil. Hier habe ich natürlich keine Materialgüte, die habe ich noch nicht eingegeben. Ich müsste halt jetzt HLZ und was weiß ich was alles eingeben. Achso, ja gut, Kalksandstein nicht. Und hier wäre es vielleicht die Materialgüte, Güteklasse A oder so. Ne? Je nachdem, was ich in der Statik angeben müsste. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so involviert. Ist mir jetzt auch eher egal gerade. Mir geht es eher um die Attribuierung und Beschriftung für einen Zeichner.
So, jetzt machen wir hier noch die KS. VR, ihr seht, auch das kommt automatisch raus. Also Kalksandstein wird automatisch gekürzt in zwei Buchstaben oder drei könnte auch sein, zum Beispiel SDB. Und VR kommt auch automatisch heraus. Also ich habe hier nichts eingegeben und bei der Stütze haben wir das allerselbe Prinzip. Wir haben nichts eingegeben. Die Holzstütze verschiebe ich aber jetzt trotzdem mit der, oder nee, ich verschiebe diese Beschriftung. So wird es eigentlich getan. Und auch Holzstütze kommt automatisch heraus. Dafür habe ich mir eigene Assistenten angelegt und meine eigenen Beschriftungsbilder. So, und jetzt habt ihr irgendwas von Strahlmassen oder sowas gehört oder von Veränderungen von Attributen. Nehmen wir mal an, wir wollen die WA4 und WA3 verändern oder sowas. Dann können wir das Ganze exportieren. Ich gehe jetzt auf Attribute exportieren, nehme hierfür meinen Report. Moment, der ist nicht im ETC, sondern STD Report. Achso, ich kann ja hier reingehen. Attribute exportieren, Statik 2, glaube ich, habe ich es benannt momentan. Und sag mal, okay, alles, ich habe Doppelrechtsklick getätigt und jetzt erscheint mir hier meine Excel-Tabelle reduziert auf meine Attribute, die ich ausgeben möchte. Jetzt kann ich hier zum Beispiel die Strahlmassenschätzung angeben. Dann sehe ich hier eine 0. Was ist da los? Ah ja, das ist ja die KS-Wand. Braucht es nicht. Jetzt könnte ich hier die Materialgüte verändern. Bei KS weiß ich es leider nicht. Ich schreibe jetzt einfach mal KS-Güte rein, okay? Und auch bei der Stütze hier Güte Klasse A vielleicht, ne? Und auch beim Holz hier in HLZ, was war das? Ziegel, oh, Ziegelwand. Und da wäre es jetzt zum Beispiel HLZ und dann der ganze andere Zeug. Ich schreibe mal XXX rein. So, Positionsklassen habe ich dafür nicht. Stahlschätzung können wir jetzt hier in Quadrat oder Kubikmeter ausgeben. Wir können hier irgendwelche Sachen verändern. Sagen wir mal 400, 400 bei einem. Ist egal. Und dann können wir die ID zum Beispiel für jedes Bauteil einfach hier automatisch erstellen lassen. Dann haben wir 1 bis 13 durchnummeriert. Und dann sagen wir mal, das passt jetzt einfach. Und speichern wir ab. Wobei wir könnten noch statische Position ändern, vielleicht hier, dass wir anstatt WA04 eine 14 draus machen. Und hier machen wir eine 13 draus. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Okay, Hauptsache es ist jetzt auffällig. Wir speichern das Ganze ab. Und nun gehe ich in den Importbereich. Ich gehe Attribute importieren, nehme mir die letzte Excel-Tabelle heraus und jetzt kommt die Abfrage, welche Attribute ich denn übernehmen möchte. Ich habe 25 Änderungen festgestellt und sage okay. Und jetzt steht hier Güteklasse A. Also ihr wisst, das war vorher noch nicht da. Hier KS-Güte, genauso wie wir es eingetragen haben. Wir haben es auch automatisch hier alles Güteklasse A, KS-Güte, HLZ, XXX. Auch hier wurde alles sofort mitverändert. Und genauso hier wurde die Nummerierung nochmal durchgewürfelt. Wenn wir jetzt hier nicht zufrieden sind, wieder die Attribute ändern. Ich refreshe mal und sage, das ist eigentlich das perfekte Tool, wenn man die ID ändern möchte. Zum Beispiel jetzt, ich möchte die 1 hier haben, die 2 möchte ich hier, die 3 hier. Ihr seht, wie schnell das geht, ohne dass ich irgendwie lang rumspielen muss. Genau, so könnt ihr das Ganze verändern. Ich glaube, ihr habt einen tollen Einblick bekommen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, auf CS-Concept-Seite im Seminarbereich könnt ihr so etwas lernen. Ich habe das Seminar ein bisschen angepasst und erneuert und da gehen wir zum Beispiel solche Sachen durch. Ansonsten bitte liken, nicht vergessen, Video teilen, euren Kollegen zeigen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Servus, euer Peter.